Willkommen zurück bei Batman Arkham Asylum. Und wir sind... Oh, was haben wir hier? Leicht, ah. Okay. Wir werden sehen. Oh, was haben wir hier? Alfred Pennyworth. Nach einer abwechslungsreichen Karriere stand Alfred Pennyworth als Familienbutler in den Diensten der Waynes, als diese ermordet wurden. Alfred nahm den jungen weißen Knaben daraufhin unter seine Fittiche und unterstützte ihn widerwillig, was? Bei dessen Verwandlung in Batman. Seine vielfältigen Fähigkeiten in so unterschiedlichen Gebieten wie der Kochkunst und der Medizin machen ihn zu Batmans wichtigsten Verbündeten. Sein förmliches Auftreten dient dem dunklen Ritter gleichzeitig als bodenständiger Anker und Schutzwall gegen alle, die das Geheimnis Bruce Waynes in wahre Identität aufzudecken drohen. Aha, cool. Oracle. Aha. Na, guck mal in der Schau. Also hier... Okay, hier in dem Teil wurde sie schon angeschossen, beziehungsweise von... in körperlicher, mentaler Höchstform. Wurde sie also schon vom Joker angeschossen? Das ist natürlich interessant. Frank Bowles. Harley Quinn. Okay, der Riddler. Ah, neu. Killer Croc, den kennen wir ja auch schon aus dem ersten Teil, beziehungsweise aus der Arkham Origin Reihe. Und Amadeus Arkham. Aha. So. Wir werden sehen. War das jetzt das Rätsel hier vorne? Mal gucken. Okay, das war das Rätsel. Also, es werden Rätsel markiert und Riddler-Trophäen markiert. Das finde ich natürlich interessant. Das heißt, da müssen wir ein bisschen gucken. Okay. Kann durch eine kontrollierte Explosion... Okay, gut. Sanatorium. Alles klar, jetzt sind wir wieder hier. So, irgendwo hier muss noch was sein. Die Frage ist, wo? So, schauen wir mal. Irgendwo hier von. Vielleicht hier unten? Wir werden es sehen. Vielleicht auch da hinten. Hier hinten waren wir ja schon mal. Okay, hier sind die Gitter. Okay, irgendwo hier. Möglicherweise. Möglicherweise hier. Ah! Guck mal. Als Gothams Venen sich mit Schmerz und Leiden füllten, konnte man die Auswirkungen überall spüren. Mein Vater starb zuerst, von einer widerlichen Krankheit befallen. Meine Mutter lebte weiter, aber nur in einem Wachtraum. Ich kehrte in unser Haus zurück, wo ich mich um meine pflegebedürftige Mutter kümmerte, solange ihr Körper noch atmete. Wegen ihrer Tränen konnte ich nachts nicht schlafen. Aha, alles klar. Sehr schön. So, hier hinten gibt's noch was versteckt irgendwie. Hier oben gibt's noch was. Alles klar. So, wir werden das hier alles erstmal durchsuchen. Hier komme ich nicht ran. Hier ist der Aufzug. Okay, gut. Dann gehen wir wieder zurück. Dann gehen wir wieder zurück. Jetzt gucken wir mal, auf der Ebene ist noch hier und da hinten. Alles klar. Okay, das eine da hinten kann ich nicht holen, weil das war ja auch hinter einem Gitter. Und das da hinten kann ich auch nicht holen. Gut, also das heißt, wir werden erstmal wieder zurückgehen. Weil wie gesagt, es bringt uns nichts, hier jetzt irgendwie zu suchen. Aber interessant ist das da hinten vielleicht...
Das ist interessant, aber das ist, glaube ich, auch. Das ist auch oben hinter so einem Gitter. Okay, gut. Da komme ich halt nicht hin, weil es bringt mir nichts. Ich habe keine Gadgets dafür bisher. Und da hinten komme ich auch noch nicht rein. Das heißt, hier werden wir auf jeden Fall nochmal zurückgehen, um die Rätsel zu finden. Also machen wir uns jetzt erstmal auf in die Bad-Höhle. Jo. Okay, Zaz zählt drauf, dass du seine Arbeit findest. Gute Frage. Finde den in Arkham Nord den Höhleneingang zum Deadman's Point. Irgendwo war doch ein Höhleneingang. Gute Frage. Nächste Frage. War das da? Das war doch da, oder? So, 8 unbewaffnete Gegner. Die haben wir hier, da haben wir 3 Stück von. Hallo Jungs! Die Fledermaus! Und weg mit dir. 10er Kombi. Sehr gut. So, und da oben haben wir auch nochmal 5. Na dann, Jungs, kommt mal her. Ich mache euch mal eben platt. Hallöchen. Er ist hier. Und weg. Oh, da sind wir bald wieder Level up. Sehr gut. Okay, so Arkham North. Komme ich hier rein mittlerweile? Wahrscheinlich nicht. Höchstwahrscheinlich nicht. So, aber trotzdem, wir müssen irgendwie ja noch das, das Geheimnis von Zaz finden. Oh. Das Besondere an Deadman's Point ist, es ist seit über 100 Jahren ein bevorzugter Ort für Selbstmorde auf Arkham Island. Ja, ich weiß. Ich habe mal einen unglücklichen Insassen davor bewahrt, auf die Felsen zu springen. Ich habe einen Höhleneingang gefunden und über die Jahre einen Haufen Vorräte dazu gehabt. Es ist... Upgrade! Okay, was haben wir denn hier noch Schönes? Können wir hier noch irgendwas verbessern? Zwillingsbattering, Batteringkraft, Multifrequenzzünder. Multifrequenzzünder, was ist das denn? Das Explosivgel kann in einer beliebigen Reihenfolge. Aha. Okay, was haben wir hier vorne noch? Umgekehrtes Ausschalten. Das ist wichtig. Das müssen wir uns machen. Von zu Hause fern von zu Hause. Okay. So. Irgendwo da soll der Höhleneingang sein. Ich kann mir das kaum vorstellen. 4 unbewaffnete. Was haben wir denn hier unten? Eine Riddler-Trophäe. Okay, wir hauen erstmal die Jungs weg. Die Fledermaus! Die Fledermaus! Das wird wehtun. Ciao. Bisschen gut. Und weggenockt. Also dieses Slow-Mo ist natürlich immer wieder geil. Und ich find's vor allen Dingen cool, was die alle anhaben. Die haben irgendwie alle so schöne Insassenklamotten an. Das finde ich herrlich. So. Jetzt erstmal hier die Platte wegsprengen. Denn darunter gibt's einen Riddler-Trophäe. So.
Ich hätte es nur einfacher machen können, wenn ich es auf die Motorhaube deines lächerlich prahlerischen Autos geschnallt hätte. Ja. Pappnase. So, das ist wohl schon der Höhleneingang. Okay, das war jetzt ja nicht schwer. So, jetzt müssen wir mal gucken. Haben wir hier oben noch irgendwas? Oder nicht? Komme ich in das Haus? Hast du dir so gedacht? Karte! Eine Karte hilft immer denen, die nicht weiter wissen. Jo, find ich cool. Ach, die Scheiße. Was ist denn hier alles los? Hä? Oh, Mann. Also hier ist irgendwie ganz schön was los. Okay. Finde ich interessant. Wo soll denn hier überall was sein? Also hier auf jeden Fall. Aber hier komme ich nicht rein, weil hier das Ding drin ist. Und irgendwo da hinten soll auch noch was sein. Hä? Hier. Gut, da komme ich nicht rein. Das ist auch klar. Da hinten am Strand. Rechts und links. Was? Nicht am Strand. Nee, was ist das? Ach, das ist der. Und auf der anderen Seite auch noch einer. Okay. Muss ich vielleicht auch nochmal hoch auf den Turm? Schauen! Aber weißt du, ich habe mich schon bei Arkham Origin gewundert, wo die überall die Dinge verstecken. Ja, die haben das hier mal geübt und zwar ordentlich geübt. Meine Herren! Also mit der ist bewusstlos. Okay. Also, alle hopp. Hüpfen wir hier nochmal rüber. Dann muss ja hier noch irgendwo eins sein, oder? Habe ich mich da jetzt geirrt? Na, hier nicht. Interessanterweise. Irgendwo hier? Komme ich da hoch auf den Turm? Glaube ich nicht. Könnte denn das noch sein? Außerhalb? Aber außerhalb gibt's ja auch nichts. Irgendwas verdeckt? Irgendein komischer Stein oder so? Vielleicht ja so ein doofer Stein von dem Geist. Ja gut, dann müssen wir dann demnächst suchen. Wir machen uns mal auf die Höhe, auf den Weg in die Betthöhle. Vielleicht kriegen wir dann noch ein Gadget. Ich hoffe es ja. Ja, wenn ich mal gucke. 1, 2, 3, 4, 5 sind wir ja noch offen. Na, gucken wir einfach mal. Hier hinten sollen ja auch noch ein paar Sachen sein. Ach, da oben, gucken wir mal. Hier, aha. Da sind sogar gleich zwei. Okay. Na, das ist ja wieder was zum kaputt machen, ne? Ja, da komme ich erstmal wieder nicht hin. Gut, das war eins. Komme ich höchstwahrscheinlich ja erstmal nicht. Oder ach, guck mal. Und eine weitere. Meine Reise dauerte über einen Monat. Da ich Seminare in Keystone und Metropolis belegte, kam ich mit vielen neuen Ideen in Berührung. Ich startete gut gelaunt in den Tag. Und als ich nach Hause fuhr, wollte ich meine Frau und die Kinder sehen.
Ich beendete ihn in ihrem Blut liegend, während Fragmente meines Lebens durch tropfende rote Finger rannen. Okay. Na schön. So, ein bisschen abgefreakt, der Kerl. Genau, da oben komme ich ja im Moment noch nicht rein. Also, weiter geht's, ab in die Betthöhle. So, hier schön dem Gang folgen. Und irgendwo da vorne muss noch was sein. Hier nicht. Voll unauffällig. Wahnsinn. Das ist krass. Also diese Detektivsicht, ne? Also ohne Scheiß. Das ist mir schon beim ersten Mal durchspielen aufgefallen. Ja, dass man das theoretisch auch komplett nur da mitspielen könnte. Oh. So gut ist, dass sie das Sicherheitssystem mal deaktiviert. Aber gut. Ich finde das schon geil, hier einfach mal so eine Betthöhle zu haben. Yay. Los. Die Betthöhle. Oh, was hängt denn da? Ein Flugzeug. Dr. Young betreute ein Projekt. Ein großes Projekt, das finanziell gefördert wurde. Hier sind Ihre letzten Aufzeichnungen. Ich werde nicht schlau draus. Was bedeuten Sie? Sieht aus, als hätte sie mit den Arkham-Patienten Experimente durchgeführt. Diese neue Chemikalie ähnelt der Original-Venom-Verbindung nur entfernt. Es gibt Veränderungen, die die Wirkung der Droge verstärken. Diverse Hinweise auf eine Titanformel. Schon eine kleine Menge könnte eine Venom-ähnliche Verwandlung im Wirt auslösen, die den Bedarf nach den Vorratsbehältern, die Bane braucht, überflüssig macht. Warte, die Aufzeichnungen sind nicht vollständig. Die Formel fehlt. Das muss das Geheimnis sein, das Dr. Young versteckt. Wenn Joker sie in die Finger kriegt, wird er eine Armee von tausenden Banes erschaffen. Oh, yeah. Ist Joker verrückt genug, das zu tun? Was sag ich da? Du musst ihn aufhalten. Ah, guck mal, was haben wir denn da? Unser Backclaw-Aufsatz. Sehr schön. Enterhaken, um Gegenstände zu greifen und heranzuziehen. Jawohl! Jetzt können wir uns ein paar von den Trophäen noch holen und von den Gittern. Ich folge ihr. Sie ist mit Cash in Richtung Villa gegangen. Ich gehe durch die Katakomben nach oben. Nein! Ach! Ja, super. Hier komme ich wieder jetzt nicht hin. Da komme ich erst wieder später hin, ja? Also kriegen wir später noch ein Gadget. Ach so, jetzt, ja, genau, hier war das. Nach unten. Oh, jetzt kann ich hier nämlich Kisten ziehen. Zack. Vielen Dank. Aufmachen. So muss das sein. Dann einmal unseren. Tut mir leid, Boss. Es hat etwas länger gedauert, ihn zu finden, als du gedacht hast. Oh, das tut mir leid. Ich versuche das nächste Mal besser aufzupassen, wenn ich eine Insel in meine Gewalt bringe. Hehe, ausgenockt, Kollege. Ausgenockt. Hallo, hörst du mir zu? Ich werde dich lehren, mich so ab. Ich ging wieder zur Arbeit,
aber ich konnte die Bilder nicht aus dem Gedächtnis verbannen. Ich hätte Abscheu empfinden müssen, aber ich war mehr denn je begierig zu erfahren, warum jemand so etwas tun würde. Schön! Eine Bedclaw-Verbesserung. Gucken wir mal. Keine, keine. Okay. Das ist jetzt die Frage, ob ich darüber komme oder nicht, aber ich bezweifle es. Nee. Vor allen Dingen, ja, er schießt sich auf der Seite hoch. Und kann es trotzdem irgendwie nicht. Okay. Hi Jungs! Alles okay, Kumpel! Hat der sich gerade ein Rohr aus der Wand geholt? Und weg! Jawohl. So, da oben haben wir ein Gitter, das können wir direkt rausziehen. Mal gucken. Kann ich mir das Ding auch greifen? Natürlich nicht, hä? Oh Gott. So, hier gibt's nichts weiter. Okay. So. Was haben wir denn hier? Kehre durch das Kanalisationssystem an die Oberfläche zurück. Gut, wir haben hier hinten wieder so eine blöde... Ich habe mich noch mehr mit Dr. Young beschäftigt. Ihren Bankauszügen zufolge gab es verschiedene Zahlungen. Von April bis vor 2 Monaten. Dann nichts mehr. Die Zahlungen kamen von einer Firma, die einem Mr. Jack White gehört. Einer von Jokers ältesten Aliasnamen. Also bezahlt Joker Dr. Young dafür, ihm eine Armee zu schaffen, und plötzlich hört er auf damit. Das ergibt keinen Sinn. What the fuck? Fleisch wie Papier zerreißen. Oh nee. Der schon wieder. Okay, es war glaube ich ganz gut, dass die Tür zu war. Ah, ich muss das so sagen, ich will eigentlich hier gar nicht mehr weiter unten sein. Oh nee. So, jetzt müssen wir mal gucken, gibt es hier vielleicht noch irgendwo was zu holen. Hier haben wir noch ein Band. Es ist echt, du musst alles ablaufen. Alles ablaufen. Du verdienst meinen Respekt, Detektiv Dunkler Ritter. Wenn du so weiter... Alles ablaufen. So, haben wir hier noch was? Ein Rätsel hat viele Seiten, aber nur einige sind sichtbar. Schön. Okay. Kanalisation. Achso, das ist dann. Ah, warte mal, ich kann da einfach durchgucken. Botanische Gärten. Hast du Probleme damit, meine Herausforderung zu lösen? Arkham West. Gibst du zu, dass ich schlauer bin als eine Fledermaus? Arkham Ost. Arkham Nord. Oh, Arkham Nord, da bin ich ja so gut wie durch. Viel fehlt ja nicht mehr. Intensivbehandlung. Medizinische Abteilung. Hier habe ich ja fast alles. Okay. Unterirdisches System. Na gut. Aber das sind nur die, wo ich auch schon war. Gut.
Gut zu wissen. Gut zu wissen. Okay, ein Rätsel hat viele Seiten. Alles klärchen. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall einiges zu tun. Oh ja. Okay, da oben haben wir wieder Zähne. Und da haben wir einige Riddler-Trophäen. Hey, das ist komisch. Die Zahlungen auf Dr. Youngs Konto haben nicht direkt aufgehört. Sie wurden abgelehnt. Dr. Young hat ihr Konto sperren lassen. Sieht aus, als ob sie sich's anders überlegt hat. Sie hat versucht, die Zahlungen zu blockieren. Joker mag nicht, wenn seine Partner versuchen, auszusteigen. Also hat er sich entschlossen, nach Arkham zurückzukehren, seine Formel zu finden und die Armee selbst zu erschaffen. Genau. Oh. Ja. Hier fällt alles auseinander. Es ist nicht sicher, den Enterhaken zu benutzen. Ich muss hochklettern. Ganz auf die altmodische Art. Ich habe Ihren E-Mail-Account geknackt. Zwei E-Mails sind auffällig. Die erste ist ein Kündigungsbrief von letzter Woche. Sieht aus, als ob sie versucht hat, wegzukommen. Und die zweite? Eine Nachricht von Joker. Naja, Jack White. Es ist ein langes Hin und Her. Sie bittet darum, das Experiment zu stoppen, weil es gefährlich wäre. Er hört nicht drauf. Mal sehen. Abwechselnde Drohungen an ihre Familie, ein paar schlechte Scherze, ein Bild eines toten Babys und eine Drohung. What the? Weiter. Er sagt, ich werde dich holen, ich will das, wofür ich bezahlt habe. Dann noch so ein Witz über Rollstühle. Reizend. Und so eine Zeichnung von so einem Esel. Dann ist klar, warum sie solche Angst hat. Ich komme an die Oberfläche. Ich finde sie. Oh Mann, hier Jump-and-Run-Einlage oder was? So, was mag ich ja. Jump and Run Einlage. So, also. Da komme ich noch hin. Da wird es schwer. Kanalfledermaus. Aha. Ist die Frage, ob ich jetzt dieses Rätsel irgendwo sehen kann. Das würde mich ja mal interessieren. Im Moment sehe ich noch nichts mit Rätsel. Vielleicht wieder irgend so eine gammliche grüne Fragezeichenrotze. Das würde mich nicht wundern. Das würde mich nicht wundern. Muss ich hier unten reingleiten? Ich versuch's mal. Jawohl, Hammer. Okay. Ja. Und dann fällt er einfach runter. Komischer Kerl. Oh, jetzt bin ich ja gleich wieder oben. Noch besser. Noch besser. Okay. Naja gut, es geht auf jeden Fall voran. Hier komme ich nicht einfach rüber gesprungen. Na, das irgendwie. Okay. Gute Sache hier. Die Frage ist, wo ist der Punkt dazu? Aha. Wo könnte denn der Punkt dazu sein? Okay. Also das ist schon jetzt ein bisschen tricky hier. Suche den Fragezeichenpunkt. Ja, geht nicht. Haben wir schon festgestellt. Die Ziegelsteine verwandeln sich in Staub. Der Enterhaken funktioniert nicht. Sieht so aus, als ob ich klettern muss. Scheint so.
So, das ist das Fragezeichen. Wo ist der Punkt dazu? Wo ist der Punkt dazu? Ah, vielleicht von hier irgendwie. Schauen wir mal. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt zwangsweise doch von hier hinten irgendwie. Oder auch nicht. Ja, das wissen wir doch. Hier fällt alles auseinander. Es ist nicht sicher, den Enterhaken zu benutzen. Ich muss hoch. Ja, ganz auf die altmodische Art. Ganz auf die altmodische Art. So, die Frage ist halt immer noch, wo könnte hier der Fragezeichenpunkt sein? Warte mal, hier? Von hier vielleicht? Irgendwie? Alter, das ist aber auch echt gewitzt hier. Wahnsinn. Ach, jetzt gleich mal ein Trophäe. Und hier ist ein Fragezeichenpunkt. Sehr schön, okay. Gut, Leute. Das haben wir. Und sind so langsam auf dem Weg jetzt wieder zurück zur Oberfläche. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz. Wie sieht's hier aus? Bababababam. Wunderbar. 10 Zähne brauchen wir noch. Keine Herausforderung ist zu groß für mich. Mhm. Meinst du? So, die Rätsel haben wir gelöst. Perfekt. Okay, also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wir werden dann hier weitermachen in der Kanalisation. Da kommen wir erstmal, glaube ich, nicht ran. Aber irgendwann. Hier stürzt alles zusammen. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Lasst einen Daumen da. Schreibt mal drunter, wenn es euch gefällt hier. Arkham Asylum. Mal ein bisschen was Älteres. Und wir sehen uns. Macht's gut und tschüss.